Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports FC 25 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder zwei Spiele. Checkt mal Kanal vorab, Leute. Gaming Michael kommentiert fleißig, Leute. Lasst einen Daumen hoch da, vergesst das nicht, ist ganz wichtig. Supportet mich, teilt meine Videos und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und aktiviert die Glocke. Wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, damit ihr nichts mehr verpasst, würde mich freuen. Und ja, also wenn ihr das letzte Video geschaut habt, wisst ihr ja, ich habe das ein neues Spiel angefangen mit neuen Einstellungen. Ich zeige euch noch mal, so spiele ich jetzt, damit es einem vielleicht realistischer ist. Also ich habe jetzt zwei Spiele so gespielt. Ich habe gegen Mainz, glaube ich, 4-1 gewonnen, aber auch nur, denke ich, weil die eine rote Karte hatten. Und ja, und dann im Anschluss habe ich gegen den FC Bayern gespielt. Das habe ich verloren mit 2-0. So wie es auch sein sollte, weil soll ja realistisch sein. Und ich hoffe, es ist für euch jetzt spannender, mir zuzuschauen oder meine Videos zu schauen. Würde mich freuen. Und ja. Wir sind jetzt gegen, ja, wir müssen jetzt gegen Hoffenheim spielen, auswärts. Und wir sind, schaut folgendermaßen aus. Wir sind auf Platz 10 zurzeit mit 4 Spielen oder nach 4 Spielen. 2 Siege, 2 Niederlagen. Wir hatten im ersten Spiel gegen Augsburg gewonnen, das zweite gegen Dortmund verloren. Und das dritte dann gegen Mainz gewonnen und das vierte gegen Bayern verloren. Deswegen 2 Siege, 2 Niederlagen und mal schauen, wie es weitergeht. Gegen Hoffenheim wird es auch nicht einfach. Und ja, gucken wir mal. Ja. Gehen wir rein und schauen uns das an. So. Wir spielen in Auswärtstrikots und wir spielen im Pre-Zero Arena auf Weltklasse. 4 Minuten heiter und los geht's. Wir haben so lange gewartet auf dieses Duell. Die Vorfreude war grenzenlos. Es gab die Tage über in der Stadt nur dieses eine Thema. Das Duell dieser beiden Mannschaften, für die so viel auf dem Spiel steht heute. Ja. Jetzt ist der Tag endlich gekommen. Wir sind bereit. Ja, ich hoffe, man wird es auch nicht einfach. Die TSG Hoffenheim. Liebe Fußballfans, wir melden uns live aus Sinsheim. Da steht sie, die Pre-Zero Arena, aus der zeigen wir euch heute dieses Spiel. Live natürlich. Eure Kommentatoren heute, Jan Platte und Florian Schmitz-Sommerfels. Und wir freuen uns auf diese anstehende Bundesliga-Partie. TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Oh, Bischof spielt, okay. Ist das eine Aufstellung? Tom Bischof. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen spielen lassen, weil er nur Stärke 68 oder 67 hat. Hm. ZOM. Das ist die erste Hälfte der TSG Hoffenheim. Hm. Hm, da ist er. Der spielt im ZOM. ZOM spielt er, okay. Bischof. Konaté. Notchick auf der Bank. Hä? So, dann schauen wir auf die Aufstellung von Werder Bremen heute. Okay. Wir sehen das 4-4-2. Eine klare, einfache Aufteilung mit den drei Reihen. Aus der Kompaktheit heraus werden sie versuchen, ihre offensiven Leute in Szene zu setzen. Mal gucken. Was wir erreichen können, ja. Karabik. Und dann geht's los. Anschluss der SV Werder Bremen und los geht's, Leute. Werder eröffnet also diese erste Halbzeit. Auf geht's. Derek Köhn.
Und dann verliert ja, da, da wollte ich nicht hinpassen, aber naja. Berisha. So, sie sind wieder da. Spätestens jetzt muss ich die Abwehr sortieren. Mergin Berisha. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Oh mein Gott. Spiel verloren gegen die Bayern. Was erwartest du heute für ein Spiel? Zuletzt haben sie vor eigenem Publikum verloren. Da gab es am Ende ein 0:2. Aber heute, da bin ich mir sicher, ist mehr drin. Ich tippe auf ein Unentschieden. Unentschieden tippt er. Und Jan, völlig klar, dass bei ihm heute alle ganz genau hinschauen. Was ist so deine Erwartung? Er doppelt erfolgreich. Ich bin gespannt, wie es. Kommst du nicht durch? Guck mal, es gibt kein. Oh. In jedem Fall gewarnt, dass sie es da mit jemandem zu tun bekommen, der fantastisch in Form ist. So, jetzt kommt der Angriff der Hoffenheimer. Ja, sehr guter Zweikampf. Schmidt. Ach, wieso läuft der denn nicht weiter? Szene geht noch weiter, war ein Foul, aber auch Vorteil entschieden. Und Mann, ey. Also Foul ist ja völlig unstrittig. Jetzt ist die Frage, kommt kommst du auch nicht durch? Wir sind so lahmarschig, da kommst du gar nicht in die Abwehr rein, ich weiß nicht. So, gib ah, Burkhardt. Richtig so, Jan? Richtig so, Schmizo? War auf jeden Fall zu hart, das Einsteigen. Freistoß kommt in die Mitte, in den 16er. Und da ist es, das erste Tor in diesem What Spiel. The fuck? Was das denn? Geht's mit Werder Bremen, die jetzt hier einem Rückstand hinterherrennen und eine Antwort brauchen. Johnny Burkhardt. Schön reingehauen. Bischoff. Läuft weiter die Szene, auf Vorteil entschieden. Und jetzt über den Flügel. Verteidigende Mannschaft lässt da ein bisschen was frei. Und entscheidet. Oh, da geht er ganz schön heftig rein. Möglicherweise kriegt er die Karte. Leute, die Einstellung ist so sauschwer, ne? So zu spielen, das, das glaubst du gar nicht. Anstrengend ist das auch hier mit der Simulation. Also, das musst du so entscheiden. Das reicht noch nicht, Ball bleibt noch heiß. Ja, klar, warum kriegt denn Hoffenheim schon wieder den Ball? Der Ball kommt gut, kluger Pass. Und da holt er den Ball mit diesem Tackle. Mann, ey. Romano Schmidt. Natürlich geht er zu Hoffenheim, natürlich. Also ist echt schon nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kommst nirgendwo durch. Jetzt wird's richtig gefährlich, allein vom Torwart. Auch das hätte eine richtig fette Chance werden können. Gerade noch so gestoppt. Burkhardt. Ja. Mann, es ist kein Durchkommen, Leute. Das macht keinen Spaß so. Du kommst nur. Also, nee. Wirklich nicht. Sanchez. So, sehr gut angeboten. Steht immer jemand frei. Zack, und der Ball ist schon wieder weg. Ja, da muss die Abwehr vorsichtig sein.
Hä? Da fällt der im Sturm ab, also im Angriff. Was ist das denn? Wenn wir über seine Leistung individuell nee. Sprechen, finde ich. Wenn er jetzt ein Tor werden können, da pfeift er einfach ab. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Dann starten wir rein in den zweiten Durchgang. Hoffenheim mit einem Tor in Front. Berisha. Bischoff. Defensive steht da gut, stark den Ball geholt. Canusu. Johnny Burkhardt. Machen sie gut, gut gespielt. Und jetzt wird es die Chance. Und er zieht ab. Ja, den Ball hier rausgefaustet. Geiger. Einwurf. Position, weil der Pass einen Tick zu spät kommt. Dennis Geiger. Sie treiben noch mal an. Finden Sie jetzt die richtige Lösung? Ah, Ballbesitz. Oh, wechselt. Der Schuss nicht ungefährlich. Ah, den kann er rausfausten, diesen Ball. Bradley. Ja, Mike, was ist denn das, Leute? Mann, ja, sicher. Oh, und wenn er den nicht so weit hat, dann wird's richtig gefährlich. Und wieder wird er abgefangen. Nee, Leute, nee. Das macht mir keinen Spaß so. Wirklich nicht. Diese Einstellung ist total bescheuert. So, auf TSG Hoffenheim. Das mache ich wieder mit meiner eigenen Einstellung und ich weiß auch schon wie. So, da gibt's so macht es gar keinen Sinn. So, du bist ja die ganze Zeit nur am Rumgurken. Das habe ich ja schon in den anderen Spielen auch das schon gemerkt. Und da bist du eh nur am Rumgurken. Stark reingehauen in den Zweikampf. Und machst Fehlpässe ohne Ende. Da wird er wieder abgefangen, der kommt doch nicht mal durch. Na, Hoffenheim nicht exakt genug, Ball ist weg. Da und wieder abgefangen. Ist der Ball weg im Mittelfeld? Ja, weil du nicht richtig fummeln kannst. Vorteil. Du wird immer abgefangen. Immer. Da, zack, da, die, Hauptsache, die kommt durch, wie so Bescheuerte. Da sehe ich nicht ein, das macht keinen Spaß. Ja, jetzt ehrlich nicht. Haben wir ja auch noch eine gelbe Karte, Jan. Und das ist absolut zu Recht, finde ich. Für das Foul gerade eben. Ja, so muss man das entscheiden. Ich mag für euch Zuschauer vielleicht viel interessanter so sein. Aber es macht doch auch gar keinen Sinn, wenn ich nirgends zu den Treffen komme. Ich habe nicht einen Torschuss gehabt. Ich glaube zwei. Ein oder so. Und das sind 75 Minuten und die sind tausendmal die ganze Zeit am Ball. Ich zeige euch das. Da. Ein. Ein einzigen. Also. Das ist, weil du, ja, weil du hier nicht durchkommst. Der Flanke wird am Ende nix. Gute Stellungsspiel. Zack, da Wolf, der Hafen hat den Ball schon wieder. Sehr gut zugemacht. Kein Elfmeterpfiff da eben. Und was die Fans davon halten, tja, das teilen sie jedes. Und jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Also, da hast du eine Chance und machst direkt das den Ausgleich, ne? Das ist der Hammer. Ah, gut für uns auf jeden Fall, aber trotzdem. Ah, okay, ja, Leute. Diese Simulation, die bringt mich echt, Kopfschmerzen. Weit weg vom gegnerischen Tor, einen klaren Plan und setzt den dann hervorragend um. Was für ein Solo und was für ein Abschluss, da hat einfach alles gestimmt.
Wir sehen die Reaktion des Trainers, dem er natürlich gut gefällt, dieser Ausgleich. Jetzt ist seine Mannschaft wieder drin in der Partie. Naja. Also, 1-1 nach diesem Tor. Haris Tabakovic. Es ist brutal spannend. Immer noch unentschieden. Und noch einmal an. Was ist das denn? Ja, das ist ein Freistoß für die Hoffenheimer. Hält den Freistoß sicher fest. Keine Gefahr. Bradley. Chanuso. Ey! Oh Mann! Ja, wechsel doch mal zum Spieler hin! Boah! Also der liegt ja die ganze Zeit auf dem Boden und wechselt scheiß. Wechselt, wenn ich ihn auf den Knopf drücke, wechselt den Spieler einfach nicht rein. Also. Nee. Gibt's noch hallo! So, Nachspielzeit 2 Minuten. Adam Lojek. Also. Jo. Und es gibt den Strafschuss. Oh jetzt geht nein. Das Drama kurz vor Schluss nochmal richtig los. Riesenchance auf die Entscheidung. So, und es gibt den Elfmeter, aber es gibt keine Karte dazu und da wundern sich hier einige. Ja. Und da entschärft der Torwart diesen Elfmeter. Boah. So, und das war's. Dieses Ligaspiel, also endet unentschieden. Entscheidend für dieses Remis war das Spiel. Es war natürlich ein Tor genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und das war von ihm. Oh. Bessere Auftritte von ihm gesehen, er hat... Ach ey, Leute, wollt ihr wirklich, dass ich so die ganze Zeit weiterspiele? Das ist richtig nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also du hast Fehlpässe ohne Ende, die sind richtig lahmarschig, die Charaktere. Es ist kein Durchkommen da durch die Abwehr da, also Leute, wirklich... Ich weiß nicht, ob das gewohnheitsbedürftig ist. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall sau schwer, so zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist vielleicht interessanter so für die Zuschauer, das mag irgendwo sein. Aber ob das wirklich Realismus ist, also realistisch ist, weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Naja, machen wir weiter. Ein Tag. Oh, wir spielen gegen Freiburg zu Hause. Ah, okay. Ah, der auch keine schlechten Spieler, ne? Griffon und so und Grigoritsch. Was haben wir hier? Oh, nö. Ablehnen. 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 Der scheint interessant zu sein. Weiß ich nicht so genau. 14 verpflichten wir mal. Das heißt 14. Den Jugendspieler. Jugendmannschaft. So, wo ist er denn? Da. Meier. Oh, gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, der ist 14. Ja. Und 5 Wochen, 5 Wochen. Machen wir erstmal das hier. Okay. So, gehen wir mal in die Pressekonferenz rein. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten.
Justin Demar spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die erweiterte Tore ihrer Mannschaft geht. Der Wert lag zuerst bei 0,6, wird Justin Demar sein, dass er das schon sagen. Ja, machen wir. Immer loben, loben, loben. Für heute haben wir's. So. Jo Leute, dann gehen wir mal rein ins zweite Spiel und schauen, was wir hier so reißen können, ne? Wir spielen, ja, aber ihr spielt nicht in den Heimtrikots, das sage ich euch jetzt schon mal. Ihr habt Aussetzer gesehen, weiß, das geht auch ohne Probleme. Und so, jetzt spielen wir im Weserstadion auf Weltklasse, 4 Minuten heiter und los geht's. Bei ihm schauen natürlich heute alle ganz genau hin. Mal schauen, ob er nach dem super Saisonstart wieder trifft. Wir zeigen es Ihnen live. Und dann sind wir da in Bremen, liebe Fußballfans. Wir sind live und freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Sitzen hier. Ja, Leute, ich weiß, ich mecker viel, aber ich mache ja trotzdem so weiter. Aber es ist dann schon manchmal echt nervig. Dann rege ich mich halt auch drüber auf, weil ich glaube, es ist halt gewohnheitsbedürftig ist. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns drauf. Das wird definitiv interessant, diese beiden Teams, die so gut drauf sind, im direkten Duell zu erleben. Manuel Schmidt. Ach, da hat die Nummer noch nicht geändert, bitte mal. Mal erst aber die 11 kriegen. Naja. So, dann schauen wir auf die Aufstellung von Werder Bremen heute. Wir sehen das 4-4-2. Eine klare, einfache Aufteilung mit den drei Reihen. Aus der Kompaktheit heraus werden sie versuchen, ihre offensiven Leute in Szene zu setzen. Mal gucken, wie gut sie das hinbekommen. So geht es der SC Freiburg heute an. Immer interessant zu sehen, wie die Leute im Zentrum es schaffen, sowohl für Kompaktheit zu sorgen, als auch für kreative Momente. Wenn alle diszipliniert mitmachen, sind viele Überzahlsituationen in interessanten Räumen auch im Prinzip vorprogrammiert. Ja. Der Anstoß der SV Werder, Leute, und los geht's. Dann rollt der Ball, Anstoß, Werder Bremen. Ja, schubst du noch mehr, Junge. Ja. Bei denen ist das immer kein Problem, ne? Die kommen sofort und kriegen dann auch den Ball. Werder Bremen hat ja zuletzt unentschieden gespielt gegen Hoffenheim. Jan, was denkst du, wie es heute laufen wird? Auswärts ist ihnen zuletzt ein 1:1 Unentschieden gelungen. Aber ich glaube, heute wird das deutlich schwieriger für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was holen. Es wird eher eine Niederlage geben. Ball läuft so sehr gut. Kriegen sie jetzt eine Chance rausgespielt. Oh, die machen super Druck auf den Gegnern. Die Chance, jetzt auf das Tor. Jetzt. Das ist es, das, was du haben willst. Die frühe Führung. Ah. Justin in der 10. Spielminute, glaube ich, mit der Nummer 9, Justin Gilmar. Die Entstehung dieses Treffers, guter Konter. Und dann aus der Halbdistanz dieser harte Schuss, da gibt es nichts zu halten. Der 8. Bundesliga-Tor von ihm. Ja, 10. Spiel, sag ich doch. 8 Tore in 6 Partien. Gute Bilanz. Und jetzt muss Freiburg reinfinden in dieses Spiel. Dagegen halten und gegen diesen Rückstand ankämpfen.
Dingchi. Ja. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Wow! Was eine Abwehraktion hier. Alter! Ja, stellt da gut den Körper rein. Sehr starker Ball, gute Position und die Fans. Ja, Leute! Das 2:0 in der 19. Spielminute. Der Mann mit der 9, Justin Jinma. Sich da im direkten Duell erstmal durchsetzen zu können. Ganz entscheidend bei diesem Tor. Wir sehen es in der Wiederholung. Richtig gut gemacht und das gilt dann auch für den Abschluss. Das 2:0. Das freut mich. Und weiter geht's mit dem Stand von 2:0. Jae-Sung Lee, Maximilian Philipp, Vincenzo Grifo, Rosenfelder. Und Jan, völlig klar, dass bei ihm heute alle ganz genau hinschauen. Was ist so deine Erwartung? Die Saison ist noch jung, aber im Moment sieht es so aus, als könnte der bisherige Torrekord der Liga fallen. Aktuell tut sich ja wirklich jede Abwehr unheimlich schwer. Und ich bin ganz ehrlich, nach den letzten Spielen würde es mich nicht überraschen, wenn das diese Saison klappt. Na gut, ich spiele auch mit einer Dreierkette, ne? Also Freiburg. Da muss ich mal dazu sagen, ist selber schuld, wer mit Dreierkette spielt. Darf sich nicht wundern, dass er vorne buhlt, also. Da könnte jetzt was gehen. Das war dass er hinten einen Buden reinkriegt. Und deswegen der Ball gewinnt. Ja, der Schuss, der sieht gut aus. Ah ja, gute Parade. Muss er schon ein bisschen strecken. Eckball für den SV Werder. Schmied wird ihn treten. Eckball in die Mitte. Probiert mit dem Kopf, aber echte Torgefahr kommt hier nicht auf. Ja. Jo. Natürlich, ich köpfe ihn und wohin? Merlin Röhl. Zu Freiburg. Jae-Sung Lee. Maximilian Philipp. Vincenzo Grifo. Der Ball ist weg vor den Freiburgern. Sehr gute Chance hier. Und das ist sein Tag heute. 3:0 in der 36. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9. Das sind wir mal. Dieses Tor gar nicht so easy, den rein zu machen, hat da kaum Platz, aber der Abschluss letztendlich optimal. Ja, drin das Ding. Schönes Ding. Bremen ist top in Schuss, top drauf, plus 3. So geht's weiter in diesem Spiel. Matthias Ginter. Merlin Röhl. Eren Dingchi. Florent Muslia. Bayrock mit dem Ballverlust. Wollte so eine Drehung machen. Hat leider nicht funktioniert. Merlin Röhl. Oh mein Gott. Oh. Halbzeit 3:0. So. Er ist echt auffällig heute. Ja, drei Tore gemacht. Ein, zwei Abschlüsse schon, sieht richtig gut aus. Hat die Tore gemacht, hatte auch sonst einige gute Szenen, ist sehr aktiv und bereitet der Abwehrreihe mal wieder. Ja, ja. So, weiter geht's. Anstoß. Freiburg
Bin sehr gespannt auf die Freiburger Reaktion. Hat die Halbzeit an Spar gefruchtet? Wir werden sehen in dieser zweiten Halbzeit. Matthias Günther. Merlin Röhl. Besson Lee. Vincenzo Grifo. Ballverlust von den Freiburgern. Ha? Ich hab. Günther. Röhl. Ich finde das so lustig. Du eroberst den Ball und zack, wieder sofort wieder zurückerobert. Na klar. Ja, sicher, sicher. Ach komm, keiner greift den an, keiner. Ja, der kann einfach so durchmarschieren. Das ist nicht normal. Unnormal, keiner kriegt den Ball abgenommen. Natürlich nicht, kriegt den Ball nicht abgenommen, nein. Ach, ey. Weißt du, kommt einmal ins Spiel und schießt sofort eine Bude. Ist klar. Oh, das war ein hartes Tackling. Das war kein guter Zweikampf. Das riecht ehrlich gesagt nach einer gelben Karte. So, und zückt sofort die gelbe Karte und Doch, das war gelbwürdig. Haben die Unparteiischen auch so gesehen und ich auch. Werder Bremen, Ballverlust. Ach, komm, was meine ich? Hinter. Und weiter Freiburg lässt hier den Vorteil laufen. Weit weg vom Tor abgezogen und auch weit daneben gesetzt. Kann es mal versuchen aus der Distanz. Aber fehlt hier jetzt wirklich einiges. Ja, und jetzt gibt es die gelbe Karte. Jetzt, wo das Spiel unterbrochen ist, ich meine, die haben wir, glaube ich, alle erwartet, ne? Und was man erwartet, Schmüse von der Schiedsrichterin, Fingerspitzengefühl, erst laufen lassen, gute Vorteilsauslegung und jetzt kann die Verwarnung ausgesprochen werden. 30 Minuten noch zu spielen in diesem Spiel. Und da ist er durch. Was macht er daraus? Ein Tor macht er daraus. Das 4:1. Der Mann mit der Nummer 9, Justin Jinma, wer auch sonst, Leute. Den Justin Jinma gehen wir nicht mehr her, ne? Wiederholung sehen wir. Geiles Tor. Setzt sich da hervorragend durch und dann in den Winkel. Unter Druck. Was für ein tolles Tor. Ja. Weiter geht's mit 4:1. Sehr gutes Tackling. Scheiß war das. Super gespielt hinter die Kette. Ja, da ist der Pfiff und jetzt brennt's, weil das ist eine Top-Freischussposition. Hä? Ja, und Freiburg reagiert nochmal, da wird nochmal gewechselt. Oh ja, der ist ja sowieso wieder drinne. Der wird jetzt so reingeknallt. Der wird jetzt so reingezimmert. So, und erstmal auch nicht. Sich durchgesetzt, gefährlich, sicher pariert, gutes Ding. Kurzer Pass nach der Ecke. Das ist ein super Tackling, den hat er richtig gut geholt, den Ball. Ja, der lange Ball auf die andere Seite, gutes Spielverlauf. Schade. Ja, die Idee rauszukommen
um dann wieder in die Tiefe gehen zu können, war wirklich nicht schlecht. Aber Pass-Timing auch nicht optimal. Ah, den holt er sich gut, diesen Ball. 15 Minuten sind hier in dieser Partie noch zu spielen, bis zum Ende der regulären Spielzeit. Entscheidet hier auf Vorteil für Werder. Oh, der kommt gut, kriegt er den. Ah, der Angriff ist immer noch heiß. Harte, schade. Vielleicht sogar zu hart, ganz klar. So, Jan, jetzt schauen wir nochmal zurück. Der Zweikampf da gerade, ja, gibt Gelb für dich richtig? Völlig richtig, muss es geben. Ah, aber insgesamt doch ein geiles Spiel. Da hat es wieder, da war wieder in Ordnung gewesen mit der Situation, aber gegen manche Gegner, also. Sanchez. Burkhardt. Das könnte jetzt sein, die dicke Chance. So, Ball rausgeforstet aus der. Schade. Jason Lee. Grifo. Vincenzo Grifo. Philipp. Merlin Röhl. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Nee, da wollte ich gar nicht hinpassen. Na, also, nee. Zwei Minuten. Grifo. Guter Pass, das könnte was werden. Klärt. Oder auch nicht. So, das war's. 4:1 gewonnen. Am Ende steht hier also ein sehr souveräner Sieg in diesem Ligaspiel und sie haben mir im Prinzip von A bis Z richtig gut gefallen. Es war ein wirklich überzeugender Auftritt. Na, vor allem von Justin Jamal, ne? Der hat alle 4 Tore geschossen. Ach ja. So, Leute von heute. So, E-Mails abchecken. Oh, als nächstes geht's gegen Wolfsburg, Leute. Eieieiei. Auswärts. Das könnte auch nochmal ein Hammer werden. Ja. Wird direkt durchsimuliert. Hält nicht mehr an. So. Eieiei. Das wird jetzt auch schwer. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Bradley. Was ist mit dir, Bradley? Achso. Wolle. Ja, okay. 12 Wochen. 10 Wochen. Und 10 Wochen. Na, dann nehmen wir mal das hier. So, Leute. Das war's mit dem Video. Mit diesem Video. Ja, wie gesagt, diese Einstellung ist echt gewohnheitsbedürftig. Ich werde so weiterspielen. Aber es ist halt sehr, wie gesagt, gewohnheitsbedürftig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann kommentiert fleißig, Leute. Lasst einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe, das supportet mich. Und ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und vergesst nicht, Leute, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.